So, hallo Leute, Stone ist wieder hier. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, Gish, was ist das denn? Ja, das war im Humble Indie Bundle, das Angebot ist ja mittlerweile vorbei. Und jetzt habe ich so unter anderem auch von dem Bundle viele kleine Spiele bei mir rumfliegen. Und die werde ich natürlich nicht alle jetzt let's playen, das wäre ein bisschen krass und das interessiert mich auch nicht so sonderlich viel. Aber ich dachte mir, ich werde so eine kleine Let's Try Reihe machen, wo ich ein Video lang das Spiel ein bisschen anzocke und dann können wir vielleicht gemeinsam oder vielleicht auch nur ich, je nachdem ob ihr Interesse daran zeigt, gemeinsam entscheiden, ob ich dieses Spiel vielleicht etwas länger let's playen werde. Und da habe ich mir auch hier mich auch gleich mal an Gish ran gemacht und wir probieren das erste Spiel mal aus. Gish ist nicht dein durchschnittlicher Held. Tatsächlich ist er in gar nichts durchschnittlich. Siehst du, Gish ist nämlich ein Ball, der aus Teer besteht. Während einem Sonntagsspaziergang mit seiner Freundin Brea tauchte eine schattenhafte Gestalt von einem Kanalschacht empor und zog sie hinfort. Und in den Untergrund. Schnell begab sich Gish in Action. Während er Breas Hilferufen folgte, fand sich Gish plötzlich in den unterirdischen Kanälen von Dross, eine schon lang vergessene Stadt, gefüllt mit verwirrten Korridoren, sadistischen Fallen und mit einigen der am meisten geistig benachteiligten Kreaturen, die man sich nur so vorstellen kann. Das Leben ist nicht einfach, wenn man ein 12 Pfund schwerer Ball aus Teer ist. Alles klar, dann wollen wir mal loslegen, würde ich sagen. Blopp. Da, wir sind dieser Tropfen, der aus Teer besteht. Die Kommentare habe ich diesmal übrigens, mache ich in der Postproduktion erst. Ich habe das ohne Kommentare aufgenommen. Ich wollte das einfach mal ein bisschen ausprobieren, so ein bisschen im Kommentarstil hier alles machen. Und ja, wie ihr seht, sind wir dieser Ball und sliden ein bisschen durch die Gegend. Blub, 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 blub. Hauen ein paar Blöcke um und ich mag das Gesicht, was er dabei zieht, wenn man auf D drückt und sich schwer stellt. Aber wozu das genau gut sein soll, werden wir später wissen. Zum Beispiel hier unter Wasser. Habe ich das, glaube ich, ausprobiert? Ja. Kann man sich schwer machen. Ja, dann die Fähigkeit, die ihr gerade seht. Man kann sich sticky machen. Also sprich, man kann sich festkleben an Wände und Decken und kann dann sich so hochrollen. Und hier habe ich gerade versucht, an die Decke zu kommen und die Münzen zu holen, was mir aber nicht gelungen ist. Und dann sind wir hier an einem kleinen Hindernis. Ja, da habe ich ein ganzes Weilchen lang rumgehopst, da es gar nicht mal so einfach ist, in diesem Spiel zu hüpfen. Boing, boing. Man verliert dann nämlich leicht die Kontrolle und man muss wirklich immer genau dann erneut hochspringen, wenn er gerade ganz dicht komprimiert am Boden ist. So dass man das Maximale der Kraft rausholen kann. Und das habe ich am Anfang nicht so ganz gecheckt und habe hier ein ganzes Weilchen lang dran gesessen, um die Sprungtechnik richtig hinzukriegen. Ich glaube, das ist mir bis zum Ende der Aufnahme die ganze Zeit ein Krampf gewesen. Aber gut. Ich mag übrigens die Musik. Die finde ich richtig geil in diesem Spiel. Es war simpel und es ist irgendwie so eine Dauerschleife von 30 Sekunden oder so, wie es aussieht. Aber ich finde den Track extrem cool. Ja, dann habe ich noch ein bisschen versucht, so ein bisschen... Oh, das war mein Skype. So, dann habe ich noch ein bisschen versucht, hier so mit diesem Sticky-Mode mich an die Wand festzukleben und hochzufahren. Hat aber irgendwie nicht so ganz funktioniert. Komm schon! Ach, und eine andere Fertigkeit, die ihr vorher gesehen habt. Ich kann mich noch so ein bisschen verflüssigen und dann durch solche Rohre rutschen. Wenn ihr das Tutorial mitliest, dann könnt ihr euch das eigentlich auch selbst erklären. Zum Beispiel hier kann ich mich schwer machen, indem... Und dann wieder verflüssigen und durch die Rohre oder durch die Steinspalte.
Hier haben wir wieder eine ein bisschen klebrige Angelegenheit. Das ist ganz lustig, da fährt er diese kleinen Stachel aus. Oder ich glaube, damit will man nur andeuten, dass er jetzt gerade in dem Moment klebrig ist. Hier habe ich ein bisschen versucht, Anlauf zu nehmen. Und da sind wieder diese ominösen Münzen, die ich versucht habe, mir zu holen. Dann dachte ich mir, ja, wie mache ich das? Holen wir mal ein bisschen Anlauf und hopp, oh, festkleben. Jawohl. Nice. Noch ein bisschen rüber. Ach, geschafft. Alles klar. Das ist nämlich gar nicht mal so einfach, die Steuerung in dem Spiel. Die ist schon ordentlich gewöhnungsbedürftig. War wieder das Gesicht. Und das war die erste Stage. Yay, Punkte. Ja, die Steuerung ist wirklich ein bisschen gewöhnungsbedürftig bei dem Spiel. Vor allem das Springen hat mich am Anfang in den Wahnsinn getrieben. Ich habe nämlich vor der eigentlichen Aufnahme die erste Stage so zur Hälfte gespielt, damit ich das mit der Aufnahme hinkriege und nicht vollkommen planlos bin. Aber na gut. Ab hier war es wieder komplett neues Gebiet für mich. Da habe ich mich einmal gefragt, was ist dieses komische, wabbelnde Ding da, dieses Holzteil, komisches Teil? Und wie komme ich durch die Tür? Sehr komisch. Ups, was ist das denn? Klick. Ein Schalter war das. Ach so. Gut zu wissen. Also diese rumwabbelnden Dinger da scheinen Holzschalter zu sein. Und wenn man sich auf sie stellt, kann man da durchmarschieren. Interessant. Und dann die nächste Aufgabe hier. Wieder ein bisschen sich sticky machen und hochhangeln. Ein grünes, wunderschönes Bad nehmen. Sich schwer machen. Hier ist ein komischer Felsen. Okay, da habe ich mir nichts weiter gedacht. Geh so weiter. Merkst du, aha, da sind Steine im Weg. Dann kann ich die wohl, wenn ich den Felsen ins Rollen bringe, wegräumen. Und denk mir, nein, 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 ich komme nicht über den Felsen rüber. Nein! Uff, scheiße, jetzt ist der Felsen im Wasser. Kriege ich den raus? Ein bisschen rumprobiert. Komm schon. Scheiße, okay, funktioniert nicht, keine Chance. Aber ich habe eine andere Idee. Boom! Ha, werde selbst zum Felsen. Anlauf genommen, mich schwer gemacht und dann durchgebrochen. Und das war noch der einfache Part. Das ist das viel größere Problem. Ich habe mich wieder ein bisschen doof angestellt, hier aus diesem kleinen Loch rauszukommen, aus der Grube. Ja, wie anfangs erwähnt wurde, das Leben als Ball aus Teer ist nicht sehr einfach. Aber wir müssen unsere Freundin retten. Also habe ich alles daran gesetzt, aus dieser kleinen Grube wieder rauszukommen. Weil wenn man nämlich, und da haben wir es, yay! Wenn man sich nämlich so sticky macht, dann klebt man natürlich nicht nur an der Wand, an der man hoch will, sondern auch am Boden, wenn man den noch mit berührt. So, dann habe ich da unten was hüpfen sehen. Oh, was ist das, ein Gegner? Machen wir uns mal schwer. Klack. Zerquetscht. Dann wieder, aha, okay, hier, da, gegen die Wand gerannt. Ein Schalter, okay. Dann wollen wir mal wieder irgendwie versuchen, hochzuspringen. Hier wieder meine verzweifelte Sprungtechnik. Will ich hochspringen und mich an die Wand sticken. Und hier hat er sich wieder etwas an die untere Kante gestickt und hat wieder Probleme, sich richtig an der Wand festzumachen. Habe ich aber letzten Endes geschafft. Und dann will ich mal da auf die andere Seite hüpfen, um auf den Schalter letzten Endes zu kommen. Aber leider faile ich in einem Jump und habe es nicht auf die andere Plattform geschafft. Und versuche es jetzt so. Hep, hep, ja, 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 ja. Ich hab's nicht geschafft, wie man sieht. Hopp und hopp und komm schon, nein. Die Lücke war zu eng. Na gut, dann nochmal zurückgerollt und nochmal Sticky Jump rüber. Und jetzt habe ich mir vorgenommen, diesen klebrigen Modus, nein, wieder runtergefallen und nochmal hoch, diesen klebrigen Modus schon einzuschalten, während ich die zweite Plattform berühren werde. Hier gab es wieder ein kleines Problem, weil ich links an der senkrechten Wand und gleichzeitig an der schrägen Wand geklebt habe. Aber letzten Endes habe ich geschafft, mich hier sticky gemacht, auf den Schalter geschafft und schnell wieder sticky gemacht. Damit ich nicht ganz runterfalle und in die Lücke reinkomme, dann klebe ich wieder an dem Schalter fest und gleichzeitig an der Wand. Bisschen rumgewackelt, ich bin hochgekommen. Wie kommt man da durch? Anlauf nehmen, schwer machen. Super. Dann hätten wir das. Dann geht's jetzt hier weiter, hier hoch. Was haben wir da? Ich habe festgestellt, dass wenn ich nicht kommentiere, wenn ich zocke, gehe ich viel schneller durch die Levels. Flupp.
Und Complete, Level Nummer 2 geschafft. Das ging doch auch recht schnell. Und simpel. Aber gut, dann sind wir schon im dritten Level. Die Farbe hat sich etwas geändert. Und gleich am Anfang empfängt uns die wohlschmeckende grüne Siffe. Und wow, au, au, au. Stacheln, zum ersten Mal Stacheln, nicht sehr gesund. Und noch mehr Stacheln. Wir sehen schon, ab diesem Level geht's hardcore zur Sache. Erstes Level grundlegende Steuerung, die drei Modi, die wir mit diesem Teerball einsetzen können, wurden uns beigebracht. Im zweiten Teil wurden uns so zerstörbare Objekte etwas näher gebracht. Und hier, au, 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 kriegen wir ganz schön, au, 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 auf die Fresse von den Stacheln. Au, au. Ja, das ist nicht sehr angenehm, wie man sehen kann. Ich habe nur noch 10 Leben von 100. Da habe ich mir ordentlich, ich habe mir ordentlich an Flüssigkeit verloren. Ich habe mich auch nicht gerade sehr intelligent angestellt. Au, au, au. Noch 7 Leben. Oi, oi, oi. Das wird noch sehr knapp. So, jetzt taste ich mich ganz vorsichtig heran. Bloß kein Fehler, Mann. Schnell wieder Sticky gemacht, um nicht runterzufallen. Und hochgerollt. Und noch mehr Stacheln. Wie machen wir das? An die Decke, habe ich mir gedacht. Und da rollen wir dann vorbei, lassen wieder los. Au, au, au. Noch ein Lebenspunkt. 1 von 100. Aber ich bin noch am Leben. Noch ist alles drin. Wieder Sticky gemacht. Ja, wie komme ich da am besten rüber? Die Plattformen bewegen sich bestimmt, denke ich mir. Aber kleben wir uns mal an die Decke. Die billige Variante. Und oh, oh, scheiße, runter. Nein, nein, nein. Okay, ich bin safe, ich bin safe. Okay, Hauptsache schnell rüber. Schnell, 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 schnell. Sticky, sticky, sticky. Ah, geschafft. Kack auf die Münzen. Die Münzen waren mir dann auch letzten Endes egal. Okay, schwer machen. Ein bisschen zögerlich, weil ich dachte, dass unten wieder irgendwelche Stacheln sind. Aber okay, nichts zu sehen und weiter geht's. Raus aus der Siffe und complete. Mit einem Lebenspunkt und kein Leben verloren. Und wir sind sogar schon in Level 4 in der ersten Welt. Und natürlich versperrt man uns gleich am Anfang mal den Weg. Ich mache mich wieder schwer. Hat natürlich nicht geklappt. Und ich gehe so lalalalala. Ach du Scheiße, was ist das für ein Monster? Das sieht ja echt krank aus. Dann denke ich mir, okay, ich mache mich schwer und falle auf das Monster. Oh Scheiße, verfehlt. Nein, 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 nein. Schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Secret. Habt ihr es gehört? Und blub und whoops. Ich habe echt keinen Plan gehabt, was ich da mache. Aber irgendwie habe ich mich gerettet, indem ich in die Sackgasse gerannt bin. Und dann bin ich in ein Secret reingerannt. Und diese schwarzen Tröpfchen hier geben uns Lebenspunkte, wie ich bemerkt habe. Also ganz schön praktisch, vor allem wenn man angeschlagen ist. Wahrscheinlich dachten die, dass man bei dem großen Monster viel Leben verlieren wird. Hier mache ich mich auch einfach wieder schwer und überroll die beiden. Boing, boing. Komm schon, springen. Ach, hier habe ich wieder ein paar Koordinationsprobleme. Da, was ihr hier gerade die ganze Zeit seht, das ist alles das Springen, was unser Teerfreund von sich aus kann. Er kann nämlich so gut wie gar nicht springen. Das ist echt schon lachhaft. Dann habe ich versucht, an die Decke zu kommen. Funktioniert natürlich nicht. So, hier haben wir einen Steinblock und einen Schalter. Okay, wir werden später den Steinblock auf den Schalter wahrscheinlich legen müssen. Aber erstmal will ich mir die Münzen holen. Dabei wird natürlich wieder fleißig von der Decke gefallen. Und hopp, komm schon. Nein, reicht nicht ganz. Und nochmal. Ah, ich verrutsche wieder. Okay, legen wir den Schalter drauf. Okay, kack auf die Münzen. Wir wollen ja keine Zeit verschwenden. Und Skype hat sich wieder gemeldet. Und meine Aufnahme neigt sich sogar schon langsam am Ende zu. Hier haben wir noch ein kleines Secret. Unglaublich gut versteckt. Wobei ich mir denke, dass es später wahrscheinlich auch um einiges schwieriger wird, die Secrets zu finden. Und au, 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 au. Und hier fängt die Aufnahme an zu laggen. Und ja, ich weiß nicht warum. Aber wahrscheinlich hat Fraps wieder einfach nur Zicken gemacht. Oder mein Laptop kam wieder ins Schwitzen, aus was für einem Grund auch immer. Und ja, so viel zu Gish. Sagt einfach, wie es euch gefallen hat. Ich habe mich ganz gut unterhalten für die paar Minuten. Und mal sehen, vielleicht kehre ich da wieder zurück. Vielleicht werde ich das privat zocken, vielleicht auch nicht. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß so ein bisschen beim Zugucken. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ich bin Stone und ich bin draußen.